Nehmen wir die. 2:1 am Ende, aber ich denke, das ist ein Spiel, wo Freiburg sicher einen Punkt verdient hatte. Ja, also ich finde auch, dass das Spiel recht ausgeglichen war und wir hätten uns den einen Punkt auf jeden Fall verdient, aber es ist jetzt schade, dass wir eben das in den, also noch das zweite Tor bekommen haben und daran müssen wir dann einfach weiterarbeiten. Es wurde schnell 1:1 in die, nach der Pause. Dann fällt der 2:1, aber trotzdem habt ihr noch gute Möglichkeiten gehabt, um den Unentschieden aus das Spiel zu holen. Ja, wir haben eigentlich bis zur letzten Minute alle noch die Hoffnung gehabt und hatten auch das Feuer, noch den Ausgleich zu machen. Aber ja, am Ende hat es dann doch gefehlt und ja. Der Trainer hat dich dann noch mit im Angriff geworfen, ja. Aber es hat leider nicht geklappt. Ja, ich habe alles gegeben, aber. Eine andere Frage, du hast bei der U15 von Deutschland gespielt, die U17 von Deutschland gespielt. Trotzdem hast du dich entschieden für Kosovo zu spielen. Ja. Warum? Also die kosovarische Nationalmannschaft gibt es noch nicht so lange, erst seit 2016. Und ich hatte noch nie eigentlich den Gedanken, nach Kosovo zu gehen. Mhm. Und war dann eigentlich immer so für die also hatte immer den Fokus in der deutschen Nation. Und habe dann letztes Jahr im April mal das Aufgebot bekommen für die kosovarische und habe mir eigentlich gedacht, ja, ich kann mir das gerne mal anschauen, weil in Kosovo fühle ich mich nämlich auch zu Hause und da habe ich ja auch meine Wurzeln her und habe mir das angeschaut und habe mich dann so wohl gefühlt und habe dann jetzt letztendlich, nachdem ich ein Jahr dort jetzt schon spiele, war das für mich auch die richtige Entscheidung, dahin zu gehen. Du hattest ja ein anderes Vorbild mit Lira Bayarama, die hat das umgekehrt gemacht. Genau, aber... Hast du mit ihr darüber gesprochen oder so? Nee, aber würde ich gerne mal. Okay. Dann in der EM war die eine ganz schwere Gruppe mit Holland und Russland. Aber wie hast du eigentlich die Qualifikationsspiele erlebt? Also für mich war das ein einmaliges Erlebnis. Ich muss sagen, für das, dass wir noch gar nicht so lange eine Mannschaft waren und es uns noch gar nicht so lange gab, haben wir das eigentlich ganz gut gemeistert, haben auch gegen die größeren Mannschaften gezeigt, dass wir Fußball spielen können und haben in jedem Spiel alles gegeben und bin auch total stolz auf meine Mannschaft, dass wir es so weit geschafft haben. Okay, letzte Frage, was wünschst du dir für 2021 und was wirst du machen in die Weihnachtszeit? Bleibst du in Deutschland oder gehst du nach Kosovo? Nee, ich bin über die Weihnachtszeit hier in Deutschland und werde mit der Familie zusammen die Pause genießen und dann für die Rückrunde auf jeden Fall nochmal eine Schippe drauflegen und hoffen, dass wir noch mal ein Stück hochrutschen. Okay, dann wünsche ich dir eine ganz schöne Zeit und danke. Dankeschön.